Leute, und herzlich willkommen zurück bei Zombie X und einer völlig neuen Episode. Ja, ich habe es schon mal am Anfang irgendwann in den Videos erklärt. Ja, ich nehme ja immer, sag ich mal, 2 Stunden Spielzeit auf, je nachdem, wie viel Zeit ich habe, und splitte die Videos dann halt in die einzelnen, sag ich mal, 13 bis 15 Minuten Videos. Die Profis unter euch wissen ja Bescheid, wie die ganze Sache läuft. Und für alle anderen habe ich das halt jetzt nochmal eben erklärt. Okay, dann gucken wir doch mal, was wir jetzt als nächstes tun können. Erstmal kurz die Waffen checken. Ach, muss ich gleich nochmal machen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, ich habe die letzte Mal repariert, aber ja, vorher prüfen ist besser als hinterher feststellen, dass sie im Arsch sind. So, gucken wir doch mal, was wir hier noch machen können. So, Fange, Wachs an der Küste hier haben wir ja gemacht. Ich würde sagen, das geben wir mal gleich zurück. Champagner. Habe ich irgendwie keinen Bock drauf zu besorgen. Wasser für Kim, ja, der Alten habe ich das ja schon die ganze Zeit immer besorgt. Aber die kriegt ja nicht den Hals nicht voll. Ich würde sagen, ich fahre gleich nochmal zum Leuchtturm und bringe da erstmal dieses Feuer- und Flamme-Quest weg. Danach mache ich mir ein paar Molotows. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Wildnis. Oder vielmehr, gehen wir ins Hotel zurück und dann versuchen wir mal da ein bisschen Gas zu geben. Erstmal hier gucken. Modifizieren, reparieren. Ne, ist alles auf 100%. Upgraden kann ich nichts, weil ich habe nicht genug Kohle. Modifizieren kann ich auch gerade nichts, weil mir fehlen wie immer irgendwelche Teile. Wie gesagt, ich finde hier irgendwie jede Menge Schrott. Nur nicht das, was ich gerade brauche. Gibt es hier Nägel? Ne, gibt es nicht. Egal. Reden wir nochmal mit dem. Kann ich nicht reden. Gut, nehmen wir hier nochmal einen Energy Drink mit. Brauche ich zwar gerade nicht, aber. What have we got here? Ja, Alkohol ist immer gut. Noch mehr Alkohol, juhu. Reden, reden. Hat hier keiner Redebedarf? Energy Drink brauche ich jetzt gerade nicht. Stay strong, Linda. Gut, Geld ist immer gut. Im Übrigen, danke für die letzten Kommentare. Der Hinweis, dass ich doch zwischendurch mal meine Raserei benutzen sollte, ja, danke dafür. Ich meine, ich habe zwischendurch, wie gesagt, immer mal drüber nachgedacht, aber gerade in Situationen, wo es mal drauf ankommt, verdrängt. Wollte es mal so formulieren. Hat er will Essen? Okay, ja klar, ich bring dir Essen. Essenskonserve, ja, hab ich doch. Sollte ich zumindest haben. Ja, guck, haben wir doch dabei. You're a lifesaver. Yeah. Thank you. Thanks. That's perfect. You're a lifesaver. Wie ist das jetzt so ein endloses Teil hier? Nee. I need food to tide me over until help gets here. Braucht er noch mehr Essen? Na, kann nicht wahr sein. Alkohol, juhu. So, gucken wir doch mal, ob wir dem hier aus dem Kreuz leiern können oder zumindest verscherbeln können. Erstmal gucken, verkaufen. Was können wir denn hier Schickes verkaufen? Eigentlich möchte ich davon überhaupt nichts verkaufen, weil. Ich weiß nicht, ich finde meine Waffen eigentlich ganz toll. Einen verformten Revolver, schwache Sichel. Kann ich hier mittlerweile benutzen? Ja, komm, die Sichel, die verticken wir jetzt mal. Ja, verkaufen wir. Dauergemüse, Messingschlagring. Knallharter Messingschlagring. Küchenmesser. Na, nee. Irgendwie möchte ich nichts verkaufen. Im Augenblick bin ich eigentlich ganz froh mit den Dingen, die ich habe. Und, ich habe Plätze frei. Ich kann mal was reinpacken. Ja, nehmen wir nochmal hier fetten Baseballschläger und den. Ah, den haben wir in der Hand.
Hab mich vertan. Entschuldigt bitte dafür. Oh, Tauchermesser. Packen wir uns auch mal hier in der Hand. So. Aber ich glaube, ich werde jetzt als allererstes mal... Okay, ihr werdet mich jetzt für größenwahnsinnig halten, aber ich nehme jetzt mal einen Schlagring. Ich habe Bock, irgendwelchen Zombies auf die Fresse zu hauen. Und ich hasse diese englischen Karren, ja. Da muss man sich immer auf die falsche Seite setzen. Hallo? Lenken? So, ich wollte ja zum Leuchtturm. Nicht zum Leuchtturm, ich wollte hin zu diesem, zu dieser... Ja, mir fällt der Name gerade nicht ein. Aber ihr wisst schon genau, wo ich hin will. Ah, Zombies! Komm, du Dreckszombie! Oh, verdammt. Doch, das ist mir wert. Nein, lauf nicht weg! Ich matsch dich an das Schild! Ja, zu diesem Rettungsschwimmer-Teil. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Komm her, Puppe. Ah, Zombies plattfahren. Zombies plattfahren sind Punkte. Punkte kann man immer gebrauchen. Ja. Matsch. Bleib liegen und komm erst beim nächsten Mal wieder. Flapp. Er hat man davon, wenn man auf der Straße sein Frühstück zu sich nimmt. Blöder Zombie. Noch mehr Zombies? Wo waren halt jetzt alle? Da fällt mir ein, hier in der Ecke bin ich noch nicht gewesen. Ist hier irgendwas Spezielles, Tolles oder so? Irgendwie nicht. Ich kann ältere Hinweise im Menü abrufen. Gucken wir noch mal eben kurz. Quests. Tja, ich bin mir nicht sicher, von welchen älteren Hinweisen da die Rede ist, aber... Das ist mir jetzt auch gerade so ziemlich relativ, weil meine Karre qualmt und ich habe ja gesagt, ich wollte hier zu diesem Typen. Ich hoffe mal, der war auch hier. Aber sonst woanders habe ich ja nicht unbedingt die Aufträge angenommen. So, packen wir diese Dreckskarre, nehme ich mal nachher die andere Dreckskarre. So, steigen wir mal aus. Was da, du siehst so traurig aus. Jetzt ein wenig vor dich hinweinen. Ja. Laufen wir noch mal etwas schneller. Ja, gehen wir zuerst mal hier mal Quest abgeben. Wie gesagt, ich hoffe mal, das war jetzt hier. Ich kann mich da nicht mehr so genau dran erinnern. Wer ist er? Das ist Mike. Der kann mir schön Molotovs gleich machen. Lass mich hier zu dem. Ich glaube, der hieß nicht Trevor. Man kann es ja trotzdem mal probieren. Okay. Gut, dann mit den Paddels hat die überholt. Wo ist der Typ? Verdammt nochmal. Gut, der Typ ist jetzt gerade nicht mehr hier am Start. Ich guck mal kurz auf die Map. Bergbahn, aha. Betreten Hotel. Nein, ich will keinen Wegpunkt setzen. Zurück. Ach so, Moment. Haha, da komme ich wieder rein. Das ist die Sache, wenn man zwischendurch auch mal ein bisschen Minecraftet. Ich hoffe, jeder von euch hat mittlerweile die Minecraft-Videos auch mal zur Kenntnis genommen. Wie ich da auch schon gesagt habe, ich wollte ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und für die, die es halt interessiert oder vielleicht mehr auf Minecraft stehen, den wollte ich halt auch mal ein bisschen gerecht werden. Aber genug davon. So. Wie jetzt 513 Meter? Sag bloß, ich muss hier woanders hin. Gucken wir nochmal auf die Map. Verfolgtes Missionsziel, ja, bla. Ach Mist.
bin noch nicht fertig damit, oder was? Shit. Ich mache mir jetzt erstmal hier ein paar Molotovs. Molotovs! Ja, überspringen. Alkohol, hier hast du Alkohol. Los, hier, nimm. Ja, überspringen. Und noch mehr davon? Zwei Molotovs? Ja, mehr. Hier, komm. Ach, du hast jetzt nicht mehr, was ich brauche, aha. Moment. Ich habe jetzt genau drei Molotovs. Und ein Alkohol. Okay. Packen wir den auch direkt mal da hin. Ja gut, den benutzen wir dann jetzt mal erstmal nicht. Den grausamen Baseballschläger fand ich vorhin irgendwie schon ganz prickelnd. Oder für nicht vorhin, beim letzten Mal. Fand ich eigentlich ganz genial. So, was haben wir denn hier? Hier Morgenstern, Flachsteinkolben, Medikit. Ah, komm, vergiss es. Aber ich weiß ganz genau, wie jedes Mal ist hier in dem Schrank immer ein bisschen Kohle. Nee. Verdammt. Keine Kohle. Alkohol. Hey, das ist auch gut. Kann man noch mit leben. Gucken, was haben wir hier noch so? Nichts Dolles. Was hier? Der ist immer total deprimiert. Geld ist immer gut. Schmerztabletten, ja, nehmen wir mit. Ende. Alkohol. Was ist mit dir? Willst du mit mir reden? Du bist hässlich. Du bist wirklich hässlich. Weißt du was, Alter? Wenn mein Hund dein Aussehen hätte, würde ich ihm den Arsch rasieren und ihm beibringen, rückwärts zu laufen. Bäh. Ja, trinken wir uns mal eine Cola. Huch, Schleichwerbung. Vergessen.